So, ja. Let's Play Mindtest Creative Server Let's Play. Ich hoffe, das funktioniert doch alles so, weil bei meinen Servern war irgendwie der Fuchs drin. Ich meine, ja, bei der Webseite von Mytest ist auch der Form drinne. Der Server ist schon wieder komplett down. Also er ist nicht down, ist aber ultra langsam. Wollte ich mal kurz hier meinen Forumsbeitrag zeigen und jetzt postet das ewig. Machen wir. Ah, okay. So. Bam. Und zwar, ja, hier ging es los. Also eigentlich ging es hier los, ne? Ich habe meine Server abgeupdatet, ja. Und zwar einmal hatte ich direkt Mytest selber geupdatet auf die aktuelle Dev-Version. Im Zuge dessen, weil ich meinen Clone updaten wollte. Und dann gingen die Probleme los. Ich dachte erst, es liegt an meinem Klon, weil es da auch ein Gespräch gab mit, ja, Dev wird halt nicht offiziell unterstützt, ist ja logisch, ist ja eine Developer-Version. Ne? Da habe ich aber versucht, hier meinen Klon zu downgraden. Nee. Hatte ich überlegt, hab's dann aber verworfen, weil mit meinem Test. Mit meinem Klon Version 61 gibt es jetzt neue Features, neue Form-Specs und sowas alles. Und dadurch werden aber die ganzen Metadaten geupdatet, die natürlich dann mit der alten nicht mehr kompatibel sind. Das heißt, weil ich halt dachte, dass es an der Kombi von dem und dem liegt, habe ich halt Mytest gedowngradet. Das ging aber auch nicht, weil das nämlich die Version war, die damals sich immer aufgehangen hat, die dann nicht mehr reagiert hat. Habe ich auch hier, ne, unser Silenced Thread. Ja, ich sag ja, der Mytest-Server ist mittlerweile auch komplett down. Egal. Dann habe ich auch 5.0.1 gedowngradet, aber damit ist mein Test, mein Klon nicht mehr kompatibel. Ja, nach langem Hin und Her. Heute ist K1, ist April, April. Ja, heute ist der 1. April. Passt irgendwie super. Genau. Ja. Und ich hatte aber, bevor ich auf die aktuelle Dev-Version von 5.2 gewechselt habe, von der alten Dev-Version, die ich bisher genutzt hatte, eine Kopie angelegt. Habe sie also nicht überschrieben, sondern die vorhandene Version nur umbenannt und ne, so. Und habe aber jetzt quasi denn auf diese Version wieder zurückgewechselt. Und ja, jetzt geht das. Das heißt also, mein Klon Version 61 scheint tatsächlich in Ordnung zu sein. Es liegt doch eher an meinem Test selber, dass sich da mit der neuen Dev-Version irgendwas nicht ganz koscher ist. Jetzt läuft das Ganze wieder auf der alten Dev-Version, die halt auch bisher lief. Ich hoffe, mein Mind-Clone-Server ist jetzt in Ordnung. Unsere Creator-Server. Da bin ich mal gespannt, ob da alles läuft. Weil warum ich nämlich auf die Idee kam, dass es vielleicht doch an Mindtest liegen könnte, war, weil auf einmal meine ganzen anderen Server, die ja nur Mindtest benutzen, also direkt Mindtest Game, auch immer abgestürzt sind, weil auf einmal die Mod Redo Mod nicht mehr funktioniert hat. Die Mobs Redo Mod nicht mehr funktioniert hat. Und da kam ich auf die Idee, okay, komm, bevor ich jetzt hier lange rumfaxe, ne, ziehe ich wieder meine alte Dev-Version rauf und seitdem funktioniert wieder alles wunderbar. Ich meine, wir können mal ganz kurz reinschneiden. Ich weiß selber nicht, was sich jetzt alles direkt beim Mindclone geändert hat. Ich könnte da auch mal direkt ins Log gucken. Achso, jetzt habe ich hier die falsche Version gerade offen. Das ist ja egal. Gut, gucken wir mal hier, gucken wir mal. Verlauf. Genau. So. Nein. Mal gucken, was sich da so geändert hat.
Mein Testnet hat irgendwie in letzter Zeit auch sehr häufig Probleme. Meistens morgens. Deswegen ich schon mal dachte, es liegt daran, dass sie im Moment ein Backup machen. Aber in letzter Zeit ist der Server auch teilweise tagsüber komplett down. Genau. Tooltip Extension. Genau, das ist dieses neue Farm Spectable Styling. Escape Menü. Crafting Guide. Da bin ich mal gespannt, was alles jetzt funktioniert. Golden Apple, Crash, Scout. Aha. Na gut, also das ist hauptsächlich alles eher so Grafik und so. Ne? Können wir gleich mal gucken. Und genau, das ist quasi bloß noch ein bisschen Aufräumarbeiten. Damit halt auch vorhandene Welten, wie ja unser Server ist ja eine vorhandene Welt, auch diese ganzen neuen Features auch übernehmen können. So, wir schneiden da einfach mal rein und sagen mal Hallo. So, das brauchen wir dich und dann so. Gucken wir mal. Bin ich mal gespannt, ob das Server jetzt direkt wieder abstürzt. Oder ob er uns verbunden lässt. Okay, funktioniert. Sehr schön. So, man sieht schon, hier, ne, ist jetzt alles ein bisschen weiß, ein bisschen, naja, schnieker, ich weiß nicht. Hier ist jetzt auch alles weiß. Man hat jetzt hier richtig Tooltips. Ne, Kopfrüstung, Rüstungspunkte 2, Rüstungshaltbarkeit 78. Ne, also Tooltip wurde halt stark. Also implementiert überhaupt erstmal, aber auch die vorhandenen Tooltips natürlich erweitert. Und im Rahmen dessen natürlich die ganzen Kisten, die hier überall rum existieren. Also hier unsere Kisten hier hinten zum Beispiel, ne? Die haben jetzt halt auch diesen Rahmen. Das muss halt abgedatet werden. Genauso wie die Öfen. Also alles hat jetzt hier richtig schöne, ne? Richtig schöne Formspecs. Finde ich persönlich ganz clean. Wobei ich jetzt natürlich auch das alte Design, ne, auch jetzt nicht so unbedingt schlecht fand, aber das hat schon irgendwie was. Vor allem diese abgerundeten Ecken. Wobei es natürlich nicht ganz abgerundet ist, man sieht da so eine kleine Treppe. Aber an sich schon gar nicht mal so schlecht. Upsala. Ja. Also heute war echt so. Ich habe auch kurzzeitig gesagt, okay Leute, leckt mich alle am Arsch, Server sind down, wegen weil Probleme, ich warte bis 5.2 Stable rauskommt. Aber geht ja jetzt doch. Zum Glück hatte ich, wie gesagt, die alte 5.2-Version noch da und habe sie nicht gelöscht, sondern nur umbenannt. Das hat mir irgendwie den Kram gerettet. Ich weiß, ich hätte auch einfach mein als Backup einspielen können. Das Problem ist, als die Pro genau, das Problem ist, als die Probleme losgingen, hatten auf meinen Servern bereits wieder Leute etwas gebaut und ich wollte jetzt nicht das alte Backup einspielen und dann alles, was sie jetzt in den letzten Tagen gebaut hatten, dann damit wieder futsch werden lassen. Das wäre halt nicht so schön gewesen, deswegen, ja. Habe ich lieber gesagt, ist erstmal ein bisschen down, bis ich das Problem gefunden und gelöst habe. Aber jetzt geht's ja. Hütchen. Lange Rede gar keinen Sinn, obwohl doch. Ich hoffe halt nur, dass unser Server, also unser Creative Server, sowieso noch weiter so läuft, wie er soll. Aber bei dem hat sich jetzt so unterm Strich damit nichts geändert. Es hat nur die Frage, ob noch alles läuft. Weil mit der neuen 5.2 Dev-Version hat mich zum Beispiel diese, wie gesagt, diese Tiermod hat Scheiße gebaut. Und da ist der Server mal abgestürzt, wenn Tiere in der Nähe waren. Und da wir ja hier ganz viele Tiere haben. Ja, wäre jetzt quasi unser Server die ganze Zeit mal abgestürzt. Aber jetzt zum Glück nicht mehr. So, wir haben in der letzten Folge unseren Keller haben wir da fertiggestellt. Der ist jetzt picobello. Sieht das geil aus. Das heißt, wir werden in dieser Folge. In dieser Folge.
bei unserem Hotel die Balkons in den Angriff nehmen. Da brauchen wir ein bisschen Cleanstone, vor allen Dingen aber langsam mal ein bisschen Nahrung hier. Das war einmal zu viel. Egal, hups, ich habe auch meine Kabel im. Ne? Ist das schon. Ich habe eine lange Leitung. So. Cleanstone haben wir ja hier schon ein bisschen was drin. Sehr schön. Okay. Wisst ihr was? Die restlichen Öfen kann ich einfach mal im Keller hinstellen. Oder auch nicht. So, Cleanstone. Na gut, das wird nicht reichen. Wir gehen also direkt mal zum Lager. Dann bringen wir das hier auch gleich mal weg. Und holen dann noch ein bisschen Cleanstone. Können wir noch was wegbringen? Nö, geht eigentlich. Gut. Übrigens hat sich Alpha, also jetzt nicht Alpha-Version, sondern das Spiel Alpha oder das Subgame für mein Test Alpha, hat in letzter Zeit auch wieder ein paar Entwicklungen erfahren. Ne, ich frage mich schon echt, wo die Reise denn hingeht. Vielleicht mache ich dazu auch mal so ein Anspiel-Let's Play. Das Problem ist halt bei Alpha, es ist halt noch relativ weit am Anfang. Deswegen weiß ich nicht, ob das schon in einem spielbaren Stadium ist oder ob es nicht doch besser wäre, das noch ein bisschen ruhen zu lassen. So. Ach ja, auch hier. So. Alter, aber hier stockt es echt schon ganz schön. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es jetzt allein an diesem Upgrade, weil es ist seitdem wieder diese anderen diese gelben reingebaut haben. Seitdem ist das so extrem. Oder ist es mir davor einfach nur nicht aufgefallen? Weiß ich nicht. Naja. Solange es damit nicht unspielbar wird, ist es ja relativ in Ordnung, sage ich jetzt mal. Es darf halt nur nicht viel schlimmer werden. So, dann gehen wir mal hier hoch. Und dann springen wir mal irgendwie elegant in die erste Etage. Also die erste Obergeschoss. Genau, hier rein. So, und jetzt können wir hier überlegen, wie wir hier einen Balkon. Also nicht wie ist klar, aber wie groß zum Beispiel das Balkon wird. So ordentlich, ordentliche Größe oder noch größer? Nee, ne? Nee, noch größer dürfte denn zu viel werden. Nee, so schon ganz in Ordnung. So. Mache ich hier einen Holzzaun oder eine richtige Steinumrandung? Holzzaun wäre halt ein bisschen lame. Das Problem ist halt, ne, die gibt es halt nur als Cobblestone und nicht als Cleanstone. Und das passt dann halt immer so optisch nicht so wirklich. Ach, Hermine. Oder wir machen mal was ganz anderes und nutzen so eine Gitter.
Was? Ich sag's ja, wir werden viele Eisenklumpen brauchen. Was ist das denn? Treppengeländer, okay. Wir bekommen. Was? Achso, vier Stück für zwei plus sechs. Also für achtmal Eisen bekommen wir gerade mal zwei Zäune. Das nenne ich mal teuer. Ist aber schon ganz schön heftig, ne? Ich meine, sie sieht zwar halt optisch geil aus, aber. Ja, es ist schon teuer. Wird aber halt, wie gesagt, am optischsten, am ehesten passen. Jetzt mal so ganz neutral bewertet. Was ist denn hier mit Maschendraht? Und ist er dann auch ein Maschendraht oder warum ist es da so komplett weiß? Ich schätze mal, hier sollte eigentlich auch ein Gitter mit bei sein. So, was brauchen wir dafür? Nein, ach man, ich will auch so eins bauen. Wow. Okay. Okay, das heißt, wir brauchen hier jeweils ein, ach, jeweils ein halbes. Man kommt auch aus zwei. Ach, Alter. So. Das heißt, für neun Stück brauchen wir gerade mal sieben Eisen. Das geht auf jeden Fall schon besser, klar. Und würde halt optisch sogar besser aussehen. Okay, ich baue mal davon ein paar. Und guck mal, ob das optisch wirklich so gut aussieht, dass man das als Geländer verbauen könnte. So, haben wir so eine Spulen? Ja, haben wir. Und die bekommen wir, glaube ich, auch zurück. Von daher, nee, das war Zinn, das war Stahl. Das war noch da hinten. So. Ja, ungefähr so. Ma. Habe ich jetzt zurückbekommen? Darauf habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet. Ja, egal. So, also ist jetzt richtig Zaun? Ja, ist Zaun. Okay. Gott, wie sieht das denn aus? Das soll Maschendrahtzaun sein? Naja. Bin ich jetzt nicht so überzeugt. Sieht eher aus wie so ein Plastikzaun. Und klingt einfach wie Blätter, klar. Ach, seht ihr, deswegen hat das Ding, guck mal, wenn man das abbaut, auf der einen Seite sieht man diese Dinger nicht. Da, jetzt ist es transparent. Und jetzt nicht mehr. Ist das auch beim Hinstellen so? Nee, ne? Hier sieht man es von beiden Seiten. Ist ja auch ein bisschen seltsam. Verrückt. Ah, gut. Okay, das heißt folgendes. Tja, nehmen wir die oder nehmen wir die nicht? Das sieht halt doch ein bisschen sehr plastisch aus. Da wären die dann wahrscheinlich doch ein bisschen besser. Ach, scheiß die Wand dann, Alter. Kann ich die zurückbekommen? Nee, natürlich nicht. Was? Och, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Man kann die konvertieren. Lol. Ja gut, weg damit. Okay, nächster Versuch. Wir haben es ja. Wie war das jetzt? Das war jetzt irgendwie so, ne? Genau. So, la 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 la. So, hier haben wir mal davon 8 Stück. Gucken wir mal ein bisschen rum. Ja, doch, das sieht doch optisch viel besser aus. Okay, dann bleiben wir doch bei den Dingern.
Die bekommt man zwar, glaube ich, nicht zurück. Also auch hier bekommt man das Eisen später nicht zurück, aber gut, was soll's. So, wie... Ja, komm, du kommst weg. Kein Bock, den Scheiß aufzuheben. Schade ums Metall, aber was soll's. So, wie viel werden wir davon brauchen? Ich nehme am besten einfach mal das Eisen mit und dann haben wir Eisen, wenn wir es brauchen und wenn nicht, dann nicht. Okidoki. Achso, siehst du, ich muss ja hier noch zwei verbinden miteinander. So ungefähr. Ja gut. Ach, da. Nee. Ja genau, gib mir mal 40. Doch, sieht doch gut aus. Das sieht so in Ordnung aus. Vielleicht noch eine Reihe um raufpacken, damit man sich fühlt wie im Gefängnis. Nee, Spaß. So schon in Ordnung. Das geht schon. Okay. Okay, der Baum passt sogar drunter durch. Sehr schön. Ja. Das ist genau das, was ich... Oh, jetzt aber gut hier. So. Da muss ich die erste Seite schon mal fast gut aus. Haben wir die Balkons schon mal fertig, da können wir uns dann bald um die Inneneinrichtung kümmern. Und die wird scheiße teuer werden. Das weiß ich jetzt schon. Die Frage ist, ob wir die überhaupt legit bauen oder ob wir da nicht einfach sagen, okay, ist ja eh nicht für unser eigenes Spiel, sondern eher so als Optik. Dass wir uns die Inneneinrichtung einfach erschieben. Weil wir werden da ein paar Betten brauchen, wir werden Tische brauchen, alles ist teuer, wir werden, ich hoffe auch noch so. Na, also ein bisschen so dekorative Sachen wie Bilder oder sowas, das wird alles scheiße teuer werden. Eieieiei. So, hier passen wir auch gut über die ganzen Bäume, sehr schön. Tja, ich habe schon angedroht, ne? Hotel zu bauen im Let's Play, das ist, wird eine Aktion, die wird ein bisschen länger dauern. Und sehr kostspielig sein. Kann ich einfach rüberspringen, ne? Mach ich in echten Hotels auch immer so. Da springe ich auch immer von Balkon zu Balkon. Hab gehört, das macht man so. Was halt auch geil wäre, wäre so die amerikanische Hochhausbauweise. Weil einfach hier auch noch so eine Querwand drin ist.
dass man quasi gar nicht von Balkon zu Balkon gucken kann, sondern dass hier noch so eine Zwischenwand drin ist, die auch komplett runtergeht. Aber ganz ehrlich, das passt halt nicht zum Hotel. Beim Hotel will man halt Ausblick in alle Richtungen haben, ne? Und hier nicht auf einmal so eine Wand drin haben. Das ist ja. Von daher lassen wir das mal so. So, wir brauchen. Ich mache mal erstmal nur 12. Ist gerade hier zu wenig, aber lieber noch ein paar nachmachen, als zu viele haben und die dann nicht mehr zurückbauen machen können. So. Digga, ich bin Donkey Kong hier, Alter. Oder besser Tarzan. Oder irgendeine beliebige andere Person, die von Dach zu Dach springen kann. Ich bin Jean, die Kamikaze-Diebin. Oh, Alter, den Anime muss ich immer wieder gucken. Der ist cool. Der ist schön. Cool jetzt nicht wirklich, aber halt schön. Sehr schöner Anime. Auch mittlerweile steinalt. Alter. Ich weiß gar nicht, der kam auf jeden Fall. Kam der vor 2000? Nee. So alt ist er zum Glück noch nicht. Aber er ist alt. Also, that's for sure. Sure. Scheiße. Oh, hier. Doch nochmal so ein Ding. Na gut, zumindest kann man die später auch noch für andere Sachen verwenden. Gib mir nochmal einen her hier, du kleiner Hans Wicht und so. Genau, danke schön. So, das sollte reichen. 8 Stück müsste genau passen. Perfekt. So, damit sind die Balkons schon mal fertig. Na, weitestgehend fertig. Kommt ja später noch Beleuchtung, aber das kommt jetzt erst später. Erstmal geht es um die grundlegende Infrastruktur. Das heißt, das nächste machen wir dann hier die Treppe. Damit wir dann hier auch mal ordentlich hochlaufen können und nicht da immer die Leitern benutzen und dann wieder runterspringen. Oder uns verletzen müssen. Danke dafür. Kann ich eigentlich gleich hier bleiben? Haben wir Holz dabei? Nee, ne? Egal. Machen wir nächste Folge. Gut, in dem Sinne dann, schau mit V.